Herzlich willkommen, meine Lieben. Wieder zurück zu einer weiteren Folge Tom Clancy's The Division. Ich habe jetzt mal ein bisschen was umgemodelt. Und zwar bin ich komplett weg von meinem grünen Setting auf ein gelbes Setting, was ich mir angepasst habe. Mein Schaden ist zwar nicht so super groß, ich zeige euch das mal kurz. Das ist jetzt mein Setting, was ich gerade habe. Also mein Sondereinsatz-Truppenpanzer mit der Überheilung und Munitionskapazität. Dann natürlich noch mein taktisches Paket, nochmal mit 49 Kapazität Munition. Und dann habe ich hier eine Operatormaske mit 3,5% Trefferchance und 12 Schaden gegen Elite. Dann habe ich hier die Revolverheldenhandschuhe mit 5% kritischer Trefferchance, kritischem Trefferschaden 15 und Sturmgewehrschaden auf 1100 irgendwas. Dann habe ich hier meine Schoner auf Lebenspunkte und Schaden gegen Elite. Und ich habe mein Holster auf kritischer Trefferchance. Genau. Mir ist jetzt natürlich hier was flöten gegangen bei meinem Präzisionsgewehr und zwar, nee, Quatsch, gar nicht da. Bösartig bei Schaden gegen Elite für meine M4 Polizeiversion. Das ist mir leider flöten gegangen, aber ich will das trotzdem mal ausprobieren. Und ich werde jetzt erstmal hier kurz eine normale Runde rennen, um zu gucken, wie das denn überhaupt aussieht. Was wir denn da machen können. Bin ich aufgefüllt? Nein. Wir nehmen jetzt nochmal den Zug in den Untergrund und gucken uns das mal in der normalen Runde an. Einphase, einmal testen und dann in der schweren Runde. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Wie gesagt, ihr kennt das ja bei mir, ne? Ich muss da immer so ein bisschen rumtesten und ich habe mir dieses Setting jetzt gerade mal zusammengebaut. Ich kann nachher natürlich schnell umwechseln, wenn ich wollen würde. Aber ich teste das Setting jetzt erstmal. Okay, hier sind schon welche dran. Fuck, wo ist denn jetzt dieser Scheißalarm? Ich muss mal eben den Alarm ausschalten. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Na, hier. Jetzt haben wir hier nämlich gleich richtig Schüssel. Ah, da kommt einer. Und da kommt auch einer. Komm mal her. Zeig dein Köpfchen. Wo ist er? Ah, Freund, hallo? Okay, Ziel erfüllt. Die Gegner haben wir eliminiert. Das war jetzt natürlich auf normaler Stufe. Halt, wir gehen einmal hier hoch. Dann kann ich noch ein bisschen Munition einsammeln. Auf normaler Stufe war das jetzt. Aber kann ich hier noch mal in eine Tür rein? Kann ich hier noch? Okay. Ja gut, das war jetzt nur so ein Kackrucksack, ne? Ich glaube, hier auf normal ist das nicht wirklich so geil, hier die Türen zu öffnen. Aber ich nehme trotzdem mal was mit. Hier liegt gar nichts. Alter, willst du mich verarschen? Ah, super. Okay, habe ich jetzt mal schön zwei Schlüssel hier weggeworfen.
Leg doch mal eine Suchermine dahin. Da hinten ist noch einer. Okay, gut. Dann jetzt einmal hier durch. Alarm, Feinde entdeckt. Ja. Ist meine Suchermine schon soweit? Noch nicht. Aber jetzt. Habe ich leider nachgeladen. Oh, das war's, ne? Ja. Okay. Dann halt mal. Hier hinten rum. Okay. Hier durch das Office durch. Halt, hier war noch eine Audioaufzeichnung. Wo bist du? Wo bist du denn? Wo ist die Audioaufzeichnung? Die müsste doch eigentlich hier liegen. Hä? Seht ihr die Audioaufzeichnung? Ich sehe sie nicht. Oder liegt die hier drin? Na. I don't know. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Deswegen, ich gehe mal eben runter. Vielleicht ist sie auch hier. Da hinten ist sie ja. Okay, alles klar. Muss hier runter, ne? Ja. Moment. Noch ein bisschen Munition mitnehmen. Sturmgewehr-Munition. Und dann können wir weitermachen. Ah, hier war ich ja letzte Tage schon mal, ne? Meine ich. Hinten ist auch noch einer. Und da oben sind noch zwei. Komm, ich überrasche die mal eben von hier. Okay. Warte mal. Elf reden. Ja, danke, danke dir. Du auch. Du auch, mein Freund. Das ist jetzt nicht die geilste Position, die ich hier gerade habe. Ach, da sind sie ja. Hallo.
Ah, das geht gar nicht mal so unübel. Mit dem neuen Setting. Ich muss aber mal meinen JTF hier mal ein bisschen beschützen, ne? Weil sonst haben wir nämlich hier gleich ein Problem. Okay. Wo ist der eine Typ denn jetzt? Ah, da. Okay, den sollten wir haben. Ja, den sollten wir haben. Dead Eye Brustplatte und Prototyp einer Leistungsmod. Willst du noch mal reden mit mir? Gerne, gerne, mein Freund. Das war echt gute Arbeit, Agent. Sie haben unser Team sicher zurückgebracht. Die werden das nicht so schnell vergessen. Super, jetzt gehe ich aber noch mal kurz hier ab, weil hier lagen noch ein paar Sachen. Obwohl ja Sachen nicht wirklich, ne? Da kriege ich auch alles so mit. Okay, dann haben wir das jetzt auf normal gemacht mit der Ausrüstung, was eigentlich sehr gut ging. Dann können wir das Ganze jetzt auch nochmal auf schwer machen. Und Banshee, okay, und ein Dietrich-Set. Dann machen wir das Ganze jetzt auch nochmal auf schwer und gucken mal, wie es dann aussieht mit dem Set. Das kann natürlich ein bisschen anders aussehen, ne? Aber probieren geht über studieren, meine Freunde. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. So, Operation beginnen, schwer. Einphasenoperation, perfekt. Einmal auffüllen bitte und dann geht's direkt wieder weiter, Rübchen. Zufolge, die Sie uns gebracht haben, werden sich die Cleaners neu formieren. Schalten Sie ein paar wichtige Leute aus, damit es nicht dazu kommt. Oh, hi. Diesmal nach links. Okay, chirurgischer Eingriff. Okidoki. Ist da hinten jemand? Nee. Ah, doch. Hier sind doch welche. Da hinten. Dieses Kack-Störgerät, ne? Dieser Kacktyp hier. Da ist einer drin. Ihr kriegt jetzt mal eine kleine Granate, meine Kinder.
Okay, today. Da ist nichts liegen geblieben. Wo piept's hier? Okay. Hier piept's. Also für die piependen Dinger kriegen wir auch Erfolge. Deswegen will ich mal immer versuchen, so viele wie möglich mit freizuschalten. Okay, vielen Dank. Können wir direkt hier durch. Straight ahead. Da hinten hat auch was gepiept. Das habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen. So, wen haben wir hier? Ey, jetzt schieß! Och, Mann, Rübchen! Schieß doch mal! Komm raus da. Zeig deinen Kopf. Vielen Dank. Ich nehme jetzt natürlich auch meine Brandsätze nicht mehr auf, ne? Das ist klar. Da hinten ist er. Ich habe ihn doch gerade da gesehen. Okay, aber heißt jetzt für mich, ich kann weiter, oder was? Vielen Dank. Oh mein Gott. Ja, ja, gut. Dann gehen wir, hallo, mal direkt hier durch. Ah, okay. Einmal hier rum, einmal hier. Einmal hier rum. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Gefecht. Mal gucken. Hatte ich da noch irgendwie eine Munitionskiste auf dem Weg dahin? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube aber ja. Ich glaube ja. Erste-Hilfe-Set auch sehr schön, danke. So, jetzt muss man eben gucken. Gehe ich mal eben hier hoch. Guck mal, da hinten ist doch was. Das Gebiet untersuchen. Chirurgischer Eingriff. Ich muss hier hoch. Ich muss nicht hier hoch, ich muss hier hinten hin. Oh.
limitierte Sichtweite. Mhm. Gegner nähern sich. Verlassen betroffenes Gebiet. Verminderte Sichtweite. Verlassen betroffenes Gebiet. Ja. Das ist jetzt natürlich ein kleines bisschen haarig hier. Ich sehe nicht allzu viel. Ah, fuck. Schieß mich ja selber in die Luft. Nee, 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 Rübchen, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Kann ich jetzt schon mal hier eine Seekermine wieder rausschicken? Komm schon. Geh mal bitte hier durch und geh mal von hier hinten ran. Guck mal, der kommt jetzt hier rum. Diese verminderte Sicht ist zum Kotzen. Ey, du Sack. Du Scheiße. Der ist da hinter mir. Wo ist er denn? Der ist hier irgendwo da vorne. Ah, da. Okay, jetzt mal bitte hier richtig schön die Lotte aufstellen.
Was sind denn die anderen Typen? Ach, jetzt bleibt er nicht hängen, Rübchen. Da hinten kommt auch noch einer ran. Ich hasse solche Operationen, aber sie retten zweifellos Leben. Gut gemacht. Nice. Haben wir doch hingekriegt, wa? Nice, 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 my friends. Okay, was hat der Dicke denn hier fallen lassen? Treue des Jägers, Operatorweste. Lass mal eben gucken, Operatorweste. Unter Einfluss von Statuseffekt nicht verfügbar. Schade, schade. Hier hinten liegt auch noch was. Ruf der Wache. Hier liegt natürlich noch ganz, ganz viel, was ich eigentlich einmal einsammeln müsste. Aber ich glaube, vieles davon kann ich gar nicht einsammeln, weil ich eh schon voll bin. Aber ich gucke noch mal eben hier. Da bin ich auch schon voll mit. Okay, na gut. Dann haben wir zumindest mal die anderen Sachen hier abgeschnatzt. Alle tutti. Dann können wir hier mal raus. Operatorweste wollte ich aber eben gucken, ne? ...1822 erhöht den Schaden um 8% und eingehenden Schaden um 10%. Nö, nicht cool. Maske, neue Knarre gekriegt, die kann ich schrotten. Was haben wir hier gekriegt? Ah, okay. Die kann ich schrotten. Ruf der Wache. Nee. Das sollte ich vielleicht mal nicht schrotten. SA-58, Militärversion. Was haben wir da? Was ist das? Ein Sturmgewehr. 22.900 Schaden bei 377 Sturmgewehr. Na, nee, danke. Die hat halt super wenig Schuss pro Minute, ne? Hallo Rattenwanderung. Okay, aber wir haben heute den Vergleich gezogen, meine Lieben. Mit meinem gelben Set mal hier so ein bisschen rumgemöppelt. Fand ich gar nicht mal so unübel. Oder fand ich gar nicht mal so übel. So, boah, ich kriege es nicht hin, ne? ja. Nice. Das war jetzt selbst auch schwer, eigentlich sehr gut zu machen. Mit dem Set, was ich jetzt gerade benutze. Und ich werde mich jetzt nochmal aufpimpen hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann mal, ja,
ne, weiter Untergrund, beziehungsweise vielleicht auch ein paar andere Sachen machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe jetzt mal hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Ciao, ciao.